Moin Leute, willkommen zum zweiten Teil der Gemini-Reihe. Heute dreht sich's um die Breeding-Multiplikatoren, wie man sie am besten einstellen kann mit dem Programm Beacon. Das ist nämlich mit diesem Programm relativ einfach. Ihr seht das, also ihr seht schon mal den Überblick, ich werde da gleich nochmal alles erklären, aber man kann das für jeden Dino einzeln sehen, wie lang im Prinzip der Inkubator ist, wie lang die Mating-Time ist, wie lang die Mating-Cooldown ist, wie viel Imprints man braucht, wie viel Prozent man halt pro Imprint bekommt. Und auf wie viel Prozent man auch wirklich kommen kann, weil es gibt manchmal Einstellungen, das kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr Serverbetreiber seid, dass manche Dinos nicht brickbar sind. Und hier hinten seht ihr, dass bei dieser Standardeinstellung, ich meine, das ist halt Standard-A, klar, ist jeder Dino brickbar. In dem Video gehen wir das alles durch. Ich werde gleich die Facecam deaktivieren, weil sonst seht ihr, glaube ich, diesen oberen rechten Teil hiervon nicht und ihr müsst auch nicht mich die ganze Zeit betrachten. Da kann man auch ganz kurz erwähnen, dass die Breeding-Multiplikatoren in der kostenlosen Variante, ihr seht es nochmal hier, Beacon, in der kostenlosen Variante sind die Breeding-Multiplikatoren drin. Also auch wenn ihr euch nicht Beacon im Prinzip kauft, für $15 war das, glaube ich, könnt ihr trotzdem diese Multiplikatoren machen. Also für jeden zugänglich. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den Einstellungen. Wir gehen das Ganze mal hier alles durch. Ich werde euch mal zeigen, was ihr ein bisschen einstellen könnt, welche Auswirkungen das auf die Dinos hat. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal mit dem Major Speed. So, ihr seht hier unten, wie gesagt, jeden Dino aufgelistet. Wir machen jetzt mal den Major Speed zum Beispiel hier oben hoch auf 5,0. Und ihr seht, wenn wir hier 1,0 hätten, also Standard, ist es so, dass die Alus nur jeden einen Tag 22 Stunden einlegen könnten. Wir gehen jetzt mal 5 und dann sehen wir schon, es sind nur noch 9 Stunden. Auf mal 8 sind es dann nur noch 5 Stunden. Gehen wir auf mal 10, haben wir nur noch 4 Stunden. So, ihr könnt das Prinzip hier relativ gut sehen. Wie gesagt, auch bei allen anderen Dinos, sagen wir mal, nehmen wir jetzt hier den Dodo mal zum Beispiel dann eine Stunde. Das, wie gesagt, das könnt ihr hier super gut sehr gut einsehen, auf jeden Fall über jeden Dino. Dann haben wir bei den Inkubatoren-Speed, wie gesagt, der ist normal auch auf 1,0. Da seht ihr auch beim Alu, wäre es jetzt 1 Stunde und 40 Minuten. Auf mal 5 sind es noch 50 Minuten und auf mal 10 haben wir noch 10 Minuten. Was dann wieder bei anderen Dinos, beim Dodo, auf 5 Minuten zum Beispiel ist. Das müsst ihr mal so ein bisschen betrachten. Jeder Dino hat ja unterschiedliche Zeiten und so seht ihr das. Wenn ihr zum Beispiel diese so einstellen würdet, mal als Beispiel, nur diese beiden Sachen, dann seht ihr, dass ihr die nicht imprinten könntet, weil die halt zu schnell auswachsen. Das heißt, ihr würdet sie nicht auf 100% bekommen. Ein Basilo zum Beispiel würde immer noch funktionieren. Da, wie gesagt, da müsst ihr auf jeden Fall immer aufpassen. Deswegen machen wir mal beides nur auf mal 5, dass wir auch sehen können mit den ganzen Imprints. Nicht mal 45, mal 5. So. Jetzt seht ihr zum Beispiel, dass ein Allosaurus prägbar wäre mit 20 Minuten, aber der Angler nicht mehr. Und ihr seht, einige Tiere sind hier ein bisschen lückenhaft. Also manche Tiere würden nicht gehen. Der Manta würde zum Beispiel jetzt nicht gehen, der Megalanie. Also ganz wichtig, achtet immer drauf, dass ihr eine Einstellung wählt, die mit allen Tieren kompatibel auf jeden Fall ist. So, jetzt machen wir mal den Eierlegeintervall, wie hoch sie dann die Eier legen können. Den können wir auch einmal hochsetzen auf 5. Gut, der Babyfood müsst ihr halt selber einstellen, wie viel halt die Babys essen, ob sie weniger essen brauchen. Dann können wir auch zum Beispiel den Mating Speed mal hochsetzen. 1,0. Machen wir auch mal auf 5,0. Einfach nur mal, dass ihr es gesehen habt. So, jetzt haben wir den Mating-Intervall-Multiplikator, den können wir auch mal hochsetzen. Da seht ihr hier, dass auch der Cooldown hochgehen würde, damit nämlich hier so höher, wie es jetzt hier einstellen, seht ihr, 10,0 ist jetzt hier im Prinzip mehr. Das heißt, hier müsste man auf 0,5 zum Beispiel gehen, um es weniger zu machen oder 0,9. Also ihr seht, da ist es im Prinzip einmal andersherum, da ist nicht höher besser, sondern niedriger besser. Das müsst ihr auch ein bisschen gucken. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf den Imprint Period Multiplikator. So. Wenn wir den nämlich einstellen auf 5, zum Beispiel wäre kein Dino mehr prägbar. Auf 1,0 wäre zum Beispiel der Alu einmal prägbar. Weil hiermit könnt ihr dann zum Beispiel auch ein bisschen rumspielen. 0,5 seht ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal kurz nochmal, um euch zu zeigen. Bei 1,0 wäre der Angler zum Beispiel nicht prägbar. Wenn ich jetzt aber 0,5 zum Beispiel mache, zack, ist der Angler wieder prägbar. Also das müsst ihr auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut durchgehen. Dann haben wir ganz wichtig, der Imprint. Wann soll der Imprint sein? Alle 4 Stunden. Wir machen mal zum Beispiel, wir wollen nur alle 2 Stunden prägen und zack, ist auf einmal wieder jeder Dino auf 100% prägbar, weil das halt ganz wichtig.
Wann wollt ihr prägen? Wie oft wollt ihr prägen? Dadurch aber, so niedriger ihr das hier stellt, so öfter müsst ihr manche Tiere prägen. Überlegt man, Basilo müsstet ihr jetzt 11-mal prägen. Macht ihr jetzt das Prägen auf, als Beispiel 8 Stunden, müsste man einen Basilo nur 2-mal prägen. Dafür sind auch wieder andere nicht prägbar. Dann müsst ihr wieder hier drüben ein bisschen rumstellen. Also ich hoffe, dass es, also mit diesem Programm ist der Vorteil, ich erkläre euch gleich nochmal, was da wirklich der komplette Vorteil ist. Dann haben wir noch den Multiplikator, wie viel Prägung ihr Auto, also wie viel Prägung ihr bekommt. Wenn wir das halt höher stellen, würdet ihr halt direkt mehr Prägung bekommen. Und hier drüben könnt ihr halt noch einstellen, dass jeder prägen soll, dass der Imprint-Buff da sein soll. Das könnt ihr noch ein bisschen selber einstellen. Genauso wie auch nochmal der, ich glaube, das ist der Multiplikator fürs Prägen, ja. Hier drüben auch noch ein bisschen was umstellen können, wie zum Beispiel, wie viel Prägung ihr verlieren soll, aber das müsst ihr nicht unbedingt hier drüben mit einstellen. Ich glaube, die Sachen haben die meisten eh standardmäßig an, dass jeder prägen kann, und dieses Disable Imprint Buff wäre eigentlich, ich glaube, für manche PvP-Server wäre das interessant, aber ich glaube, sonst, ihr wollt ja diesen Prägungsbuff auch haben. So, was jetzt der Vorteil von diesem Programm ist, im Vergleich zu ohne diesem Programm? Das Problem ist, ihr stellt jetzt als Beispiel ohne diesem Programm den Major Speed hoch. Und dann müsst ihr jeden Dino erstmal durchtesten und gucken, ob der wirklich prägbar ist. Ich kenne das bei mir, wir hatten dann zum Beispiel mal das Prägen von 7 Stunden auf 5 Stunden runtergesetzt, fanden das ganz cool. Und nach 2 Wochen Spielen kam ein Spieler, hey, man kann Petris nicht mehr auf 100% prägen. So, kacke, dann tut man wieder was umstellen. Dann ändert ihr wieder was anderes. Auf einmal gehen dann Spinos nicht mehr auf 100%. Und wenn ihr dieses Programm hier nutzt, klar, ihr braucht ein klein bisschen, bis ihr alles hier durch habt, aber ihr müsst es nicht in-game testen, sondern ihr seht es hier, jeder Dino ist dann prägbar, und dann fügt ihr das bei euch in der Game-Mini ein und zack, habt ihr das viel vereinfacht, dass ihr nicht mehr dieses stundenlange Rumtesten habt. Allein ihr müsst ja mal dann wieder Eier brüten, und hiermit ist es einfach um Welten leichter. So, und wenn ihr das alles eingefügt habt, zeige ich euch nochmal ganz kurz, also immer wichtig speichern, wie im letzten Video auch schon erklärt, immer speichern, weil sonst ist alles weg. Geht ihr hier auf Expo, geht dann auf die, also hier müsst ihr jetzt darauf achten, das ist in der Game-User-Setting-Ini und in der Game-Ini-Teile. So, in der Game-User-Setting-Ini habt ihr hier unten diese 4 Zeilen, also diese, die ihr mit reinkopiert. Das war zum Beispiel das mit dem jeder prägen, aber das müsst ihr nicht unbedingt. Und der wichtige Teil ist halt hier in der Game-Ini, der hier. Also diesen Teil müsst ihr auf jeden Fall komplett kopieren, bei euch in die Game-Ini reinsetzen, und dann habt ihr alle Einstellungen, die ihr eben gerade getroffen hattet, habt ihr dann auf jeden Fall übernommen. Und wie gesagt, testet das Ingame ein bisschen aus. Wenn euch immer noch nicht irgendwas durch 100% passt, öffnet die Datei einfach wieder, ändert wieder ein bisschen was rum und tut es einfach dann wieder einfügen. Also, ich denke mal, das ist wirklich der einfachste Weg. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr das Programm nicht nutzen wollt, nur mal für die, die das Programm vielleicht nicht haben, diese Zeilen hier habt ihr in eurer Game-Mini auch drin stehen, ohne dieses Programm. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, die Zeilen auch selber anpassen. Ihr sagt dann, oh, okay, will ich halt mal, okay, hier kann ich es nicht anpassen, weil es diesem Programm ist. Aber in der Game-Mini könnt ihr aber sagen, okay, standardmäßig 1 dauert mir zu lang, ich probiere mal 5 aus, ich probiere mal 8 aus, dann könnt ihr es ausprobieren. Aber wie gesagt, mit dem Programm seht ihr einfach die Zeiten, und das macht es einfach viel, viel, viel angenehmer. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war es anstelle von dem Video gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einstellen der Game-Mini. Wie gesagt, es wird hier noch alle weiteren Sachen mit diesem Programm geben. Ich werde auch, wenn ihr Wünsche habt, was die Game-Mini angeht, wenn ihr irgendwelche Einstellungen wissen wollt, wie was machbar ist, auch natürlich gerne Videos außerhalb dieses Programmes aufnehmen. Wie gesagt, in dieser Videoreihe hier soll es komplett um die Arc Game-Mini gehen. Wie können wir sie bearbeiten? Wie können wir unsere Server wirklich richtig toll machen? Und ja, damit sage ich, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis denne. Ciao.